Morgenstunden des 15. Februar 1995 beginnt Janes letzter Lebenstag. Sie und ihr Bruder Dani sind es gewohnt, alleine zu frühstücken. Ihre Eltern sind um diese Zeit schon aus dem Haus. Ihre Mutter arbeitet halbtags als Verkäuferin, ihr Vater ist Bauarbeiter. Die Franzkes bewohnen ein kleines Einfamilienhaus in Dornswalde, eine kleine Gemeinde mit 140 Einwohnern. Dornswalde ist hier. Gegen 6.45 Uhr machen sich Jane und Dani mit ihren Fahrrädern auf den Weg zur Schule in Barut, wo Jane die vierte Klasse besucht. Also diese Adresse ist mir unbekannt, ist Zufall hier. Zur selben Zeit ist wahrscheinlich auch der Mann unterwegs, der die kleine Jane an diesem Tag ermorden wird. Offensichtlich hat der Täter diese Tat geplant. Das bedeutet, er hat sich bereits in einem gewissen Zeitraum vorher eine Fantasie darüber gemacht, was er tun würde und wie er es tun würde. Und hat sich auch gezielt überlegt, an welchem Ort und um welche Uhrzeit er ein Kind antreffen kann. Häufig ist der Auslöser für so eine Tat ein bestimmtes Lebensereignis. Zum Beispiel eine Frustration, irgendetwas, was gescheitert ist oder ein Konflikt. Und das kann dann bei einem Täter, der schon länger eine bestimmte Art von Gewaltfantasie hat, auslösen, dass er entscheidet, genau zu diesem Zeitpunkt diese Fantasie in der Wirklichkeit umzusetzen. Auf dem Schulweg will Jane noch einen Freund abholen. Deshalb trennen sich die Geschwister. Scheißdreck. Also, wo das jetzt hier genau ist, das ist das Radeland, offenbar. Und wo, also dieser, das ist den Radweg, der sich da jetzt ergibt aus der Schilderung, weil hier dieser Tatort, also so wird es dargestellt, dass der Tatort hier wäre und sie muss von der Richtung gekommen sein, weil da ist dieser Ingenieur entgegengekommen. Und damit ergibt sich eigentlich, dass sie da, dass das ihr Weg gewesen sein muss. Wo jetzt ihr Bruder gefahren ist, das wird ja wohl eine Abkürzung eben irgendwie in der Richtung gewesen sein. Oder der Bruder wäre auf dem Weg hier gefahren. Ja genau, das kann natürlich sein. Ja okay, das ist möglich, dass das hier... ja gut, die Überlegung ist... Der Weg hätte jetzt auch darüber verlaufen können. Wenn man jetzt annimmt, der Bruder ist hierher gefahren, dann hätte das Mädchen aber, die Jane, auch darüber abbiegen können, um auf den Weg zurückzukommen. Also das ist jetzt unklar, wo der Bruder gefahren ist. Ob der jetzt darunter gefahren ist oder darunter. Auf jeden Fall... Also Dornswalde ist in dem Bereich, wie gesagt, das mit der Straße, das ist jetzt Zufall, die Adresse hat nichts zu sagen. Dann dieses Radeland ist hier und dieser Tatort ist hier am Wald, soweit man das aus dem Video entnehmen konnte. So, jetzt. Hier sieht Dani seine kleine Schwester das letzte Mal. Er wird sich sein Leben lang Vorwürfe machen, sie nicht begleitet zu haben. Jane fährt in den Nachbarort Radeland, aber sie kommt zu spät. Ihr Freund ist bereits losgefahren. Jane muss sich beeilen. Sie hat noch ein ganzes Stück vor sich. Sie biegt in einen Landwirtschaftsweg ab, den viele Kinder morgens benutzen. Das sind die letzten... Also, die Eltern werden sich ja schon Vorwürfe machen, aber man will ja da nicht rumbohren. Aber wo die Kinder hier rumradeln, das ist der helle Wahnsinn. Also da fällt einem sonst nichts mehr dazu ein. So abgelegen. Die Jane mit ihrem Fahrrad zurücklegt. Ihr Mörder
wartet bereits auf ein Opfer. Der Täter konnte nicht wissen, dass Jane völlig überraschend an diesem Tag um diese Uhrzeit ganz allein diesen Weg nehmen würde. Offenbar hat er an dieser Stelle gewartet, weil er wusste, dass Schulkinder diesen Weg benutzen. Er hat gehofft, ein Kind alleine anzutreffen. Wahrscheinlich hat auch das Geschlecht eine Rolle gespielt des Kindes dabei. Jetzt mal aufpassen, was die da redet. Es geht letztlich um das Kennzeichen, wenn ein Täter eine Bank überfällt, dass er dann vorher ein Kennzeichen klaut, das kommt oft vor. Aber hier in dem Ganzen ist ein logischer Widerspruch drin. Diese Tat, dort ein Kind zu finden, ob jetzt Diane oder ein anderes Kind, das ist nicht so selbstverständlich, dass man für so eine Tat, dass man die so genau vorplanen kann und dazu ein Kennzeichen stellen. Das ist nicht ausgeschlossen, aber hier ist ein gewisser Widerspruch. Also das stimmt was von den Wahrscheinlichkeiten her, stimmt hier was nicht so ganz. Zu dem Thema geht es nachher noch weiter. Jetzt lassen wir sie mal noch ein bisschen labern. Er hat allerdings nicht Jane gezielt ausgesucht, sondern sie als Person war eher ein Zufallsopfer. Es ging ihm sicherlich darum, ein Kind anzutreffen, nicht dieses konkrete Kind. Ja. Auf dem Landwirtschaftsweg ist zur selben Zeit wie Jane ein wichtiger Zeuge, in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Der Ingenieur ist dabei, die Felder zu kontrollieren, als er eine Beobachtung macht. Also in dem Bereich jetzt hier. Er sieht einen roten Golf am Wegesrand stehen, sowie einen ca. 25 bis 30 Jahre alten Mann mit 3-Tage-Bart. Der Ingenieur wundert sich. Auf dem Landwirtschaftsweg verirren sich selten Autos. Ja, der ist auch. Kurz nachdem der Zeuge den Täter beobachtet hat, kommt dem Jana auf dem Feldweg entgegen. Also sie kommt, er muss etwas hier ausweichen, so, um dem Mädchen Platz zu machen. Moment. Sie kommt also diesen Weg hier. Von dem ausgehend habe ich das praktisch dann so, die Strecke praktisch erkannt. Sie kommt von hier. Wenn sie vorher in diesem Radeland war, dann ist es wahrscheinlich, dass sie diesen Weg gewählt hat. Er ist der Vorletzte, der Jane leben sieht. Da sagt er, dass der Ingenieur der Vorletzte war, der Jane leben sieht. Was soll das, dass dann der Täter der Letzte war? Oder, weil da denkt man, wer ist jetzt der Letzte? Als er ein paar Augenblicke später in den Rückspiegel schaut, ist die 10-Jährige verschwunden. Das ist offenbar der Moment, in dem der Täter zuschlägt. Der Täter sieht, dass ihn ein Zeuge beobachtet und führt seinen Plan trotzdem aus. Offensichtlich weist das darauf hin, dass das Bedürfnis des Täters so stark war, an diesem Tag seinen Plan durchzuführen, dass er sich auch von dem Zeugen, der ihn ja gesehen hat, nicht davon abhalten ließ. Bedürfnis oder Gelegenheit. Sie hat jetzt davon geredet, dass das Bedürfnis des Täters, so nochmal, dass er sich auch von dem aus. Offensichtlich weist das darauf hin, dass das Bedürfnis des Täters so stark war. Dass das Bedürfnis so stark war. Vielleicht war es aber auch die Gelegenheit so gut, weil an anderen Tagen eben kein Kind alleine kam. Also das ist jetzt schon wieder nicht logisch, Fräulein. Sie sagt zuerst, na, gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Kurz nachdem der Zeuge den Täter beobachtet hat, kommt
dem Jana auf dem Feldweg entgegen. Er muss etwas ausweichen, um dem Mädchen Platz zu machen. Er ist der Vorletzte, der Jana lebend sieht. Als er ein paar Augenblicke später in den Rückspiegel schaut, ist die Zehnjährige verschwunden. Das ist offenbar der Moment, in dem der Täter zuschlägt. Der Täter sieht, dass ihn ein Zeuge beobachtet und führt seinen Plan trotzdem aus. Offensichtlich weist das darauf hin, dass das... Okay, der Täter sieht, dass ihn jemand beobachtet, aber er führt seinen Plan trotzdem aus. Jetzt schlussfolgert sie, was das für... Bedürfnis des Täters so stark war... Und jetzt schlussfolgert sie, dass das Bedürfnis des Täters so stark war. Aber wie gesagt, man kann auch anders schlussfolgern, dass die Gelegenheit so gut war, weil eben, obwohl hier dieser Zeuge da war, es an anderen Tagen eben kein einzelnes Mädchen gab. Also, gerade andersrum, sie erkennt hier in dem Zeugen ein Problem, das eigentlich von der Tat abhalten müsste, aber weil das Bedürfnis so groß war, hat er es trotzdem gemacht. Das kann man aber auch ganz anders interpretieren, dass eben die Gelegenheit so gut war. Und jetzt muss man überlegen, wenn die Gelegenheit so gut war, dass dieser Täter es an diesem Tat getan hat, trotz diesem Zeugen, dann war wahrscheinlich oder offensichtlich die Gelegenheit an anderen Tagen nicht so gut. Wenn aber die Gelegenheit an anderen Tagen nicht so gut war, dann ist es eine Erfahrung praktisch, die der Täter gemacht hat, dass er sagte, okay, heute ist die Gelegenheit ganz gut. Um das aber sagen zu können, muss er ja einen Vergleichswert haben. Das heißt, dann müsste der Täter öfters dort gewesen sein, um einem Kind aufzulauern, dabei dann die Feststellung gemacht haben, oh, jetzt habe ich heute wieder umsonst gewartet, weil nur Kinder in Gruppen oder so kamen. Und dann daraus praktisch einen Erfahrungshorizont gewonnen zu haben, um dann beurteilen zu können an diesem Tag, oh, heute ist die Gelegenheit aber gut und trotz diesem Zeugen ist die Gelegenheit so gut. So, das ist wichtig, diesen Gedankengang. Die Dame hier, die psychologiert da rum, aber scharfsinnig einen Kriminalfall analysieren kann sie nicht. Täter sieht die zehnjährige Jane, greift sie an und zerrt sie vom Fahrrad. Und jetzt kommt etwas, das ist wirklich eine Sauerei. Da haben diese Regisseure oder was auch immer, da haben wirklich den Verstand verloren. Und wenn so eine Psychotante da wie diese, wie heißt sie, Benecke, hier mitmacht, dann zeigt es mal den geistigen Zustand dieser Leute. Also was die hier zeigen, auch wenn es jetzt nicht explizit ist, aber allein die Idee, sowas auf diese Weise nachzustellen, also man sieht es gleich. Was soll das? Der Mörder begibt sich mit dem Mädchen wenige Meter in den Wald hinein. Da gibt es keine Information oder irgendwas Nützliches für den Fall. Das ist reine... Dort zieht er die Zehnjährige aus. Und vergewaltigt die kleine Jana. Was soll sowas? Was soll sowas? Der Mörder hat verschiedene Tatwerkzeuge mitgebracht. Also... Das ist irgendwie, den Leute, die sowas machen oder sowas im Film
versuchen, noch irgendwie anschaulich zu machen, denen fehlt einfach. Das ist ja mehr als Verstand, wo da fehlt. Vergewaltigt die kleine Jade. Und dann würden sie sagen, ja, man sieht ja nichts. Ja, aber trotzdem, warum macht man sowas? Warum versucht man sowas darzustellen? Für was? Der Mörder hat verschiedene Tatwerkzeuge mitgebracht. Unter anderem ein Messer mit einer 16 cm langen Klinge. Dieses Messer rammt der Jane mehrfach in die Brust. Also das hier könnte man auch rausschneiden hier, das ist völliger Blödsinn, aber Die 10-Jährige wird entsetzlich zugerichtet. Ich wollte es kommentieren. Also es ist Blödsinn. Ich meine, Aktenzeichen ist normalerweise, wird mit, es stellt ja auch einen Kriminalfall dar, aber nicht auf so eine idiotisch, das ist ja eine Kombination aus idiotisch und aus irgendwie niederträchtige, für was für Zuschauerbedürfnisse will man da irgendwie, also das ist doch einfach nur zum Kotzen. Dass der Täter verschiedene Tatwerkzeuge mitgebracht hat, weist darauf hin. Bei der ist es so, die redet nicht nur Blödsinn. Die in ihrem Psychozeug, ich will sie jetzt nicht nichts Positives über sie sagen, aber es ist nicht alles falsch. Nur hat sie einen großen Mangel. Und wenn man sie als eine kompetente Person betrachtet, die hier Kriminalfälle jetzt irgendwie kommentiert und bei der Auflösung vielleicht noch hilft und so weiter, da bleibt einfach zu viel auf der Strecke. Sie hat hier, sagen wir mal, sie versagt, denen Leute zu sagen, lasst so einen Scheiß, bringt nicht solche blöde Darstellungen hier. Das ist ja einfach eine Sauerei. Dann labert sie ein paar Sachen, die jetzt nicht alles falsch ist, aber dann im Entscheidende, was den Fall weiterbringen könnte, da versagt sie wieder. Also, das ist einfach grauenhaft. Dass er eine Bereitschaft mitbrachte, einen Menschen zu töten. Möglicherweise war das genau das, was er wollte. Er hat offenbar ja auch überlegt, was er mitbringt. Möglicherweise. Wenn man mit einem Messer auf ein kleines Kind losgeht. Wir wissen von einem Messer mit einer 16 cm langen Klinge, was ein sehr brutales Tatwerkzeug ist, das er auch entsprechend brutal eingesetzt hat. Man kann also sagen, dass dieser Täter entschieden hat, an diesem Tag einen Menschen auf eine bestimmte Art zu töten und diese Fantasie sicherlich in ein... An diesem Tag. Das muss nicht an diesem Tag sein, sondern, wie gesagt, Gelegenheiten nicht grundsätzlich immer zur Verfügung stehen, muss man es nicht auf diesen Tag beschränken, sondern er war grundsätzlich latent bereit, das zu tun. In einem gewissen Zeitraum vorher schon entwickelt hat. Ja, und das ist selbstverständlich. Der Zeuge, der den roten PKW bereits bei dem Hinweg auf seiner Kontrollfahrt beobachtet hat, sieht das Auto des Täters auf dem Rückweg ein zweites Mal. Er notiert sich das Kennzeichen. Luk C561. Und es gibt ein weiteres Zusammentreffen. Ein drittes Mal wird der PKW gesehen, die zwischen 8 und 8.15 Uhr durch denselben Zeugen, der sich zu dieser Zeit in der Gemeinde Dornswalde befindet und der PKW ihm entgegenfährt, also, in Richtung Glashütte. Also da die Sonnenwende des PKWs heruntergeklappt ist, ist ein konkreteres Erkennen des Gesichts nicht möglich. Aber aufgrund dieses Zusammentreffens wird... So, jetzt schauen wir da nochmal. Okay. Also, nach der Tat
ist der Täter gesehen worden, wie er in Dornswalde Richtung Glashütte fährt. Also, das heißt, die Tat war hier, in dem Bereich, und dann ist der Täter also hier nach Dornswalde, wo das Mädchen auch wohnte, und war dann auf der Strecke Richtung Glashütte. Okay, da kann man sich jetzt Gedanken machen. Moment, wenn man jetzt sich das hier ein bisschen überregional anschaut. Wenn hier der Tatort war und der Täter fährt dann hier weg und geht diese Richtung. Also das liegt mal nahe. Moment, kann man hier was zum Thema Autobahn sagen? Okay, der Täter hätte die Möglichkeit gehabt, hier auf die Autobahn in alle Richtungen zu fahren. Also das war offensichtlich die Autobahn nicht sein Ziel. Dann Glashütte. Was ist das für ein, also das ist ein kleines Kaff. Wenn er jetzt, sagen wir mal, hier, er könnte hier natürlich sein Ziel gehabt haben, er könnte auch in die Richtung weitergefahren sein, Rietz-Neuendorf, aber alles in dieser Richtung hier, das wäre jetzt zumindest näher gewesen, da hätte er diesen Umweg nicht machen brauchen. Okay, gut, das sind natürlich, ja gut, das sind Überlegungen, die kann man so anstellen. Sichere Aussagen sind damit jetzt nicht möglich. Gut, dann gehen wir mal weiter. Nachher ein subjektives Porträt erstellt und ein entsprechender Fahndungsaufruf durch die Polizei herausgegeben. Wie sich herausstellt, waren die Kennzeichen des Autos gestohlen. Der Täter hat in der Nacht vor der Tat ganz bewusst Autokennzeichen gestohlen. Das bedeutet, er hat Stunden vorher entschieden, dass er diese Tat... Da muss man jetzt wieder aufpassen. Diesen Fall, wie sie ihn jetzt hier beschreibt, dass man plant eine Tat und stiehlt dann irgendwo Autokennzeichen. Sowas kommt vor. Und das sind dann eben Fälle, wo man die Autokennzeichen ganz beliebig irgendwo stiehlt. So stellt man sich das vor oder so wird es auch beschrieben. Schaut man halt irgendwo, fährt man in ein Wohngebiet bei Nacht und guckt mal, wo kann man da was abmontieren oder so. Oder was weiß ich, ein Parkhaus oder wo das gemacht wird. Also ein x-beliebige... ohne irgendwie eine Beziehung zu diesem Fahrzeug oder dem Fahrzeughalter zu haben, schaut man irgendwo, wo man so ein Ding auffinden kann. So stellt sie sich's, oder so wird's für hier vorgestellt, dass man sich's praktisch so dann vorstellt. Aber das ist nicht automatisch richtig, Moment. Begehen würde und er hat strategisch gehandelt, indem er mit diesem Autokennzeichen versucht hat, von seiner Identität abzulenken. Und es sieht so aus, als habe er also die Stunden vor der Tat dazu genutzt, sich immer weiter in seine Vorstellung hineinzusteigern. Das kennt man von Tätern, die eine bestimmte Fantasie in sich tragen, dass sie sich immer mehr auf diese Fantasie fixieren und kann. Das ist jetzt alles geschwätzt. Man weiß nicht, ob der sich reingesteigert hat. Der hat hier einfach die Nummernschilder gestohlen und fertig. Einen Gedanken haben, sowas wie... Es wäre doch vernünftiger, die Fantasie nicht auszuleben, sondern ganz im Gegenteil, sich immer mehr hineinsteigern in die Vorstellung, dass sie jetzt endlich das, was sie sich schon möglicherweise länger vorstellen, in die Tat umsetzen wollen. Das ist alles ihre Interpretation, dass der sich jetzt reingesteigert hat. Das ist fürs viel was ganz anderes ist hier das Thema. Als Jane nicht wie gewohnt um 14 Uhr zu Hause ist,
beginnt ihre Mutter sich Sorgen zu machen. Ein Anruf bei der Schule bringt furchtbare Gewissheit. Jane war gar nicht dort. Sofort meldet ihre Mutter sie als vermisst und schickt ihren 13-jährigen Jungen Dani los, um nach seiner Schwester zu suchen. Jane! Jane! Begleitet wird er dabei von seinem Freund. Okay, der hat sie gefunden. Sozusagen für den Täter in Schlaf. Moment, ist schon zu weit. Im Unterholz findet er die nackte Leiche von Jane. Sie weist schwere Stichverletzungen auf. Alles blödsinnige Darstellungen hier. Wer braucht da... Der Freund des Bruders findet... Das ist jetzt nicht schlimm hier, aber wer braucht so einen Quatsch? Also so idiotisch macht Aktenzeichen nicht. Theatralisch. Jane in der Lage, man wünscht sich nicht, dass man irgendjemanden in dieser Lage findet, weil es war sozusagen für den Täter ein Schlachtfest und so hat er es auch hinterlassen. Die Leiche hat der Mörder nach der Tat einfach ohne Rücksicht liegen gelassen. Wie einen Gebrauchsgegenstand. Ohne Rücksicht liegen gelassen. Die Polizei wird alarmiert. Und bringt die Mutter der kleinen Jane zum Tatort. Ja, also da sieht man ja wirklich, was man von dieser Polizei zu erwarten hat. So ein Gemetzel und dann bringen die Mutter zum Tatort. Also, na weiß man Bescheid. Sie haben sie direkt gesehen. Ich habe sie gesehen, ja. Und auch das hier wieder. Was fühlt das weiter? Gar nichts. Ganz nackig. Die Frau nochmal vorführen. Und heute redet die Frau nicht mehr mit den Medien, aber sie wird weiter hier mit dem Zeug, was heißt vorgeführt, aber das braucht man nicht, das gehört nicht zum, das ist nur Zuschauer, irgendwelche, was weiß ich, wenn die Leute, wenn sie, früher haben sie Gladiatorenwettkämpfe angeschaut, und wie man es kennt, Sex and Crime, das ist irgendwas, wo die Leute eben da, was weiß ich, mobilisiert zum Einschalten und das sind jetzt Emotionen und jetzt wollen wir die Leute hier Emotionen liefern. Alles Blödsinn ist, hier geht es um sachliche Informationen, um den Fall aufzuklären. Und diese Idioten, die hier nicht, die sowas brauchen, die... Ich hatte ja früh morgens noch ein Tuch im Hals. Da könnte man sagen, die haben vielleicht was gesehen und die muss man fangen, indem man sie mit Emotionen ködert, damit sie zuschauen und dann vielleicht etwas Wichtiges beitragen können. Okay, so macht's Aktenzeichen, aber die machen es nicht so miserabel wie die da, Hanna. Die Pullover sind ein bisschen zu frei war. Ach, das muss was anderes noch gewesen sein. Oh, mehr konnte ich noch nicht sehen. Natürlich ist das die, will die Frau mit der Zeit abschließen. Dabei geht es darum, den Fall sachlich aufzuklären. Nicht immer in die Gefühle rum. Nach der sehr brutalen Tat hat der Täter die Leiche einfach so zurückgelassen. Er hat nicht versucht, sie zu verstecken. Er hat aber auch keine anderen besonderen Dinge mit der Leiche getan. Beispielsweise würden Täter, die ihre Tat bedauern, möglicherweise auch versuchen, die Leiche auf eine bestimmte Art zu bedecken oder ähnliches. Bla. Nichts davon ist hier zu erkennen. Führt es scheint so, als habe er sein Bedürfnis ausgelebt. Und als er sein Bedürfnis ausgelebt hatte, hat er einfach ohne weiteres zu tun den Tatort verlassen. Führt alles nicht weiter. Akribisch hat der Privatermittler die Tat rekonstruiert. Ermittlungsakten studiert. Dazu auf eigene Faust recherchiert. Hier am direkten Tatort und Auffindeort der Leiche muss man von ausgehen, dass der Täter diesen Ort sehr gezielt und bewusst ausgewählt hat, weil er, anders als es heute zu sommerlicher Zeit der Fall ist, im Winter einen Komplettüberblick über alle Zugänge zur Landschaft hier hat. Er kann sowohl den Weg nach Kleinz...
Moment, Scheiße, das lässt sich so schlecht anhalten. Einen Komplettüberblick über. So, also, wenn man jetzt schaut, das sind schon 50 Meter, ist der im Wald drin, okay. Wenn ich das jetzt hier übertrage, dann müsste. Das ist jetzt zufällig entstanden, das habe ich jetzt nicht so festgelegt, den Ort. Das Ding da, aber 50, wenn, es müsste ein bisschen weiter sein. Ach so, ja, das ist okay, das ist jetzt da rumgerutscht. Also, okay, das müsste dann, was, irgendwo da, Hanna. So, und er sagt, das ist ein strategisch günstiger Ort. Und ja, damit meint er, okay, er kann nach mehrere Seiten. Das heißt, das sind 1, 2, 3, 4, 5, ja. Und er, der meint also, man sieht darüber, ob von da einer kommt und sieht, ob von da einer kommt und eben da. Ja gut, okay, dass er sich da was gedacht hat, das macht ja Sinn. Und vor allem, wenn er jetzt auf Kinder wartet, ja, wenn er jetzt hier irgendwo wäre, wo man sagen kann, okay, dann könnte er vielleicht jemand, der da kommt, noch besser abfangen, aber dann kann ihm hier jemand durch die Lappen gehen. Also das war schon ein strategisch günstiger Platz. Okay, aber bringt auch nicht weiter. Ne? Alle Zugänge zur Landschaft hier hat. Er kann sowohl den Weg nach Kleinzischt wie nach Radelland und auch in Richtung der Fernverkehrsstraße komplett überblicken, ohne selbst in irgendeinen Blickwinkel eines Zeugen zu geraten. Ja, okay, richtige Erkenntnis. Es stellt sich natürlich die Frage, wenn er tatsächlich mit einem Auto dort war, hätte er ja auch die Möglichkeit gehabt, das Kind zum Beispiel mitzunehmen. Dagegen können aber verschiedene Dinge sprechen. Er könnte nicht alleine gelebt haben oder er könnte überlegt haben, dass wenn er ein Kind mitnehmen würde im Auto, dass er dann natürlich mit dem Kind gesehen werden könnte, dass er, wenn er das Kind beispielsweise in... Ja, und dann, er nimmt das Kind mit und was macht er dann? Fährt er mit ihr in den Wald, ha? Und wo ist er gerade? Im Wald. Also das Ganze, das ist ja dann so Psychogelaber, aber bringt nichts weiter hier, bringt nichts weiter. Ist nicht alles, ist nicht jeder Satz Blödsinn, den sie redet, aber nützt nichts alles da. In seiner eigenen Wohnung töten würde, er anschließend auch die Leiche beseitigen müsste. All solche Faktoren können eine Rolle spielen. Und offensichtlich hat er sich entschieden, dass zur Befriedigung seines Bedürfnisses die für ihn beste Variante genau die war, das Kind dort zu überfallen, dort seine Fantasie auszuleben und auch direkt an diesem Tatort die Leiche zurückzulassen. Und das brauchen wir jetzt eine Psychologin, die uns das erklärt, oder was? Der Mörder fühlte sich wohl sehr sicher. Bullshit. Auch mit Hilfe der DNA-Spuren, die am Tatort gefunden wurden, konnte der Täter nicht identifiziert werden. Dennoch bedeutet das nicht, dass der Fall nicht noch aufgeklärt werden kann. Wer ist der Mann, der diese äußerst brutale Tat verübt hat? Janes Mörder ist, soweit man weiß, kein Serientäter. Zu speziell war die Art seines Vorgehens, wie es bislang nie wieder vorgekommen ist. Was sind es für lange Strecken mit nur Bullshit? Auch wenn man meint, dass jemand, der eine so brutale Tat begeht, vielleicht auch in anderen Lebensbereichen auffällig ist, muss das nicht so sein. Manche Täter, die sich in Gewaltfantasien verlieren, sind tatsächlich isoliert und gewisse Einzelgänger. Sie können aber trotzdem sehr freundlich und höflich sein, sodass man ihnen eine solche Tat nicht zutrauen wird. Das ist etwas, es ist eine allgemeine Basiserkenntnis. Das trifft für jeden Kriminalfall zu. Das, wenn was sie hier sagt, deshalb sage ich ja, ist nicht jeder Satz ist Scheiße, den sie redet. Aber das sind allgemeine Weisheiten. Klar, das muss man im Volk mal sagen. Aber
sonst trägt sie hier nichts bei. Und andere Täter schaffen es sogar, teilweise recht normal wirkende Beziehungen zu leben. Es könnte also durchaus sein, dass dieser Mensch inzwischen sogar ein Familienvater ist. In jedem Fall ist es so. All das ist denkbar. Ja, alles. Und dementsprechend kann man niemanden aufgrund eines netten Umgangs mit anderen oder auch sogar einer freundlichen Art Kindern gegenüber an dieser Stelle als Täter ausschließen. So wie in jedem Fall. Da braucht man nicht studieren. Er hat eine unbegreiflich grausame Tat begangen. Und doch könnte der Mörder unauffällig unter uns leben. Der Fall Jane ist bis heute ungelöst. Doch unvergessen. Okay, also, um was es bei diesem Fall letzten Endes geht, ist die Sache mit den Kennzeichen. Mal schauen, man muss ja den Doofen im Volk immer ein Bildchen davor dazu geben, wo man das Auto sieht. Jetzt zeige ich euch das Auto mit den Kennzeichen. Ein drittes Mal wird der Doofen im Volk brauchen ja immer Bilder. So, Leute, das Kennzeichen hier. Das Kennzeichen, wo es dann heißt, das hat der Täter in der Nacht vorher gestohlen. Man muss nochmal überlegen, was ich schon am Anfang gesagt habe, und was auch diese Psychotante hier am Anfang gesagt hat, man könnte nicht davon ausgehen, dass man da jetzt dieses Mädchen hier erwarten kann. Auch grundsätzlich könnte man überhaupt nicht davon ausgehen, dass man dann ein anderes einzelnes Kind an dem Tag antreffen kann. Und deshalb ist es so, dass man einfach sagen muss, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Täter schon in der Vergangenheit, ob jetzt an diesem oder an einem anderen Ort, Kindern aufgelauert hat und dann, wenn er kein Opfer findet, dann gibt es natürlich auch nachher keine Zeuge, die sich irgendwie melden und denen ein Auto aufgefallen ist. Und es ist einfach wahrscheinlich, dass der Täter nicht sagen konnte, okay, morgen. Also das könnt ihr sagen, wenn er eine Bank überfallen will, weil da kennt er die Öffnungszeiten. Aber in so einem Fall kann er nicht sagen, okay, morgen vergewaltige ich ein Kind und bringe sie um und dazu stelle ich mir jetzt heute die Kennzeichen. Das geht nicht so einfach. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter mehrere Anläufe brauchte, ist sehr hoch. Und das wäre auch überhaupt nichts Besonderes. Es gibt sicher mehrere Täter, die öfters mal Kind auflauern. Nur haben die dann kein Kennzeichen dabei. Also kein falsches Kennzeichen, so einfach. Weil ein Kennzeichen irgendwo zu stehlen, ist ja auch eine Straftat und mit einem gewissen Risiko verbunden. Und ständig jetzt für jeden Tag, wo man jetzt nach einem Kind Ausschau hält, ein anderes Kennzeichen zu stellen. Also das passt hier alles nicht. Die Frage ist, wie erklärt sich das? Und zwar, jetzt kommt's. Eine plausible Erklärung ist die, dass das kein ganz normaler, gewöhnlicher Kennzeichendiebstahl ist, sondern dass hier irgendetwas nicht ganz normal vonstatten ging. Und das heißt, entweder nur zu diesem Ort, wo das Kennzeichen herkam, hatte der Täter eine Vorbeziehung. Beispiel wäre zum Beispiel, er hat eine alte Nachbarin, die fährt, was weiß ich, nur sonntags einmal in der Woche mit ihrem Auto, was weiß ich, ins Altersheim jemanden besuchen oder so, wo der Täter, und sonst steht das Auto, was weiß ich, einsam irgendwo rum, wo der Täter weiß, da kann er sich jederzeit kurz mal ein Kennzeichen ausleihen. Sowas zum Beispiel. In dem Fall
Fall hat dann die Person hätte keine Beziehung zum Täter. Aber der Täter hat eine Beziehung zu dem Ort, wo er das Kennzeichen her hat. Das halte ich für das, also von der Wahrscheinlichkeit her sehe ich in diesem Fall es einfach so, das ist kein normaler Fall, wo da auch einer irgendwo geschwind ein Kennzeichen herholt und dieses Auto und das Kennzeichen nichts mit dem Täter und der Tat zu tun haben, er klaut es einfach nur irgendwo, sondern hier besteht die Möglichkeit oder es spricht einfach die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es hier irgendwie eine Anomalie gibt, sozusagen kein typischer Kennzeichenraub, sondern ein Kennzeichenbeschaffung, wo es irgendeine Vorbeziehung gab. Also im leichtesten Fall, so wie ich jetzt geschildert habe, nur zu diesem Ort, wo das Fahrzeug steht, wo das Kennzeichen geholt hat, ohne dass der Kennzeichenbesitzer eine Beziehung hat zu diesem Täter. Oder aber es ist sogar so, dass der Kennzeichenbesitzer das weiß und dann würde praktisch, dass man einfach dann nach der Tat, nachdem die Polizei nach dem Kennzeichen da gefahndet hat und vor der Türe steht, man dann irgendwie sagt, oh, das ist mir mal gestohlen worden oder so. Das ist eben die Möglichkeit. Das Ganze kann natürlich auch so sein, dass dieser Kennzeichenbesitzer diesen Diebstahl schon gemeldet hat, bevor die Tat, also dieser Mord passiert ist. Dann müsste man sagen, okay, dann war das, was ich hier rede, eine Möglichkeit, aber trifft eben hier nicht zu. Aber wenn man ein bisschen hier oben hat, kommt man zumindest drauf, dass es hier etwas auffällig ist und das, was ich hier sage, ist eine reelle Chance, diesen Fall innerhalb von ein paar Tagen aufzuklären, wenn ich mit dem, was ich hier sage, recht habe. Und der Täter hat eine Beziehung zu diesem Ort, wo er das Kennzeichen her hat, oder gar zu dem Besitzer, dann, und man hat ja die DNA, dann kann man morgen einen Verdächtigen haben und übermorgen hat man den Täter, wenn es die DNA stimmt. Also, das, was ich hier sage, das ist absolut relevant, ja. Aber es ist nur eine Chance. Und die muss man erkennen und dann kann man sie überprüfen. Okay. So, also das ist, was ich hier beitrage. Das mit dem Kennzeichen. Als ich dieses Ding gesehen habe, habe ich gesagt, hoppla, einfach ein Riecher, hoppla, wie ist denn das, wie selbstverständlich ist denn das, dass das so zusammentrifft, sich ein Kennzeichen irgendwo besorgen und dann tatsächlich nicht etwa eine geplante Bank überfallen, sondern ein Kind, aber auch nicht ein spezielles Kind, wo man weiß, das fährt immer hier, wo man auch vorplanen könnte, sondern ein x-beliebiges Kind, aber eben in einer Konstellation, wo es zwar x-beliebige Kinder gibt jeden Tag, aber die sind nicht allein normalerweise. Aber die Besonderheit, dass dieses Mädchen da alleine da war, die ist einfach, also dass diese zusammenfällt, mit der Besonderheit, dass man gerade ein gestohlenes Kennzeichen dabei hat, das ist etwas, das fällt mir auf. Da habe ich einen Riecher. Das stimmt was nicht. Nee, es ist auffallend. Es gibt Wahrscheinlichkeiten im Leben und so weiter. Und ja, da gibt es einen normalen Bereich, wo etwas unauffällig ist. Und das ist einfach auffällig. Ich kann nur nicht sagen, das ist die Lösung. Aber das kann die Lösung sein. So kann man solche Fälle, solche alten Kriminalfälle tatsächlich noch aufklären. Wenn einem was auffällt, was bisher keinem anderen so aufgefallen ist. So, und das ist jetzt mein Beitrag momentan.